Hallo liebe Lego-Begeisterte, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Let's Build hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens und ich bin der Betreiber von myheads.de, dem ersten Lego Brickheads-Blog, der sich hauptsächlich, aber nicht ausschließlich mit den kleinen Klotzköpfen beschäftigt. Da es aktuell auch in dem Bereich Brickheads ein bisschen mau auf dem Markt ist, gucken wir uns ein paar andere Sets an. Diesmal habe ich ein Set aus der neuen Lego City Mars Mission. Beim letzten Mal haben wir uns schon mal das kleine Wartungsshuttle angeguckt. Diesmal gucken wir uns das etwas größere Forschungsshuttle an. Das Set werden wir zusammen aufbauen und ich werde euch am Ende des Videos dann nochmal kurz die Eigenschaften und die Funktion dieses Sets näher bringen. Ich würde sagen, Intro ab! Hier ist alles super. Hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. Hier ist alles super. Hier kann dein Traum wahr sein. So, das Set liegt bereits vor mir. Set Nummer 60226 mit dem Namen Mars Forschungsshuttle. 273 Teile hat das Set und kostet bei Lego 29,99 €. Bei Fedes hingegen, die übrigens so freundlich war, mir dieses Set als Rezensionsexemplar zur Verfügung zu stellen, konnte ich das Set schon mit bis zu 20% Nachlass finden. Dafür habe ich einfach auf deren Webseite den Standort meiner Wenigkeit eingegeben, und zwar Aalen, und dann konnte ich das direkt für 20% weniger finden. Ihr könnt also auch problemlos mal euren Wohnort dort eingeben und vielleicht ist da sogar noch ein bisschen mehr drin. Dann könnt ihr mir eine kleine Info zukommen lassen, dann würde ich das nämlich bei mir im Blog ergänzen. So viel dazu, wir gucken uns einmal noch kurz den Karton etwas an und starten dann direkt mit dem Aufbau. Hier unten sehen wir, wie bei allen anderen Sets der aktuellen Lego Mars Mission, dass diese von der NASA inspiriert sind. Das heißt, die Shuttle, die Anzüge, die Buggies sind alle den tatsächlichen Fahrzeugen, wie sie auch im Weltall verwendet werden, nachempfunden. Hier haben wir einmal das Shuttle mit einer kleinen Illustration, wie wir schon sehen können, dass man es öffnen kann. Da ist eine kleine Drohne bei, dann der Buggy hier, ein paar Edelsteine, wie ich das sehen kann, womit die dann abtransportiert werden können. Und hier unten haben wir noch einmal ein Bild von einem tatsächlichen, ich glaube, es wird dann so ein Mars Rover sein, der dann da wirklich oben auf dem Mars seine Bahnen zieht. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht und wir bauen das Set jetzt zusammen auf. Im Anschluss daran sehen wir uns zu einem kurzen Fazit. Also bleibt dran. Los geht's!
So, der Aufbau wäre geschafft. Zu meinem Erstaunen gab es bei diesem Set drei Anleitungen. Einmal den ersten Teil für den Rover mit der kleinen Minifigur und den drei Mini-Builds. Dann haben wir hier den Teil 1 vom Space Shuttle und Teil 2 vom Space Shuttle. Also warum das jetzt in drei aufgeteilt worden ist, weiß ich nicht genau. Ich gehe aber gleich mal drauf ein. Wir haben hier allerdings eine kleine Anleitung, wo ich sagen würde, das hätte auch ganz problemlos ein eigenes Set werden können. Also, weiß nicht, irgendwie ein 10-Euro-Set. Der Rover, ein Astronaut, düsenbetriebenes ja, Behältnis, um irgendwelche Frachten wieder zurück aufs Space Shuttle zu bringen. Eine kleine Drohne mit einem. Ich mal kurz hier an der Seite so. Eine kleine Drohne mit. Fokus auf die Drohne. Na, ja, okay, ich probiere es auf jeden Fall irgendwie so. Ach, da haben wir es jetzt, alles klar. Hier ist so eine Art Display dran, so ein rotes. Mit irgendwelchen. Vielleicht Koordinaten oder Analysedaten von irgendwelchen Gesteinssachen. Auf jeden Fall noch eine Drohne mit dabei. Und hier haben wir noch einmal eine kleine Felsformation vom Mars. Hier im Inneren übrigens, finde ich sehr schön, sind so glitzernde Elemente enthalten. Also von außen unscheinbar, von innen auf jeden Fall sehr cool. Und dann kann man halt. Kann Astronaut losgehen und sammelt das ein, lässt das hier reinpacken und dann fliegt das Ding zurück zum Space Shuttle und dort kann es dann mitgenommen werden. Finde ich soweit ganz cool. Und nochmal Punkt 3, da wollte ich noch einmal kurz hier, also Anleitung Punkt 3 hier. Ganz zum Schluss habe ich gerade gesehen, wollte ich euch nochmal genau zeigen hier. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass es den NASA-Anzügen nachempfunden ist und ich muss schon sagen, man kann die Ähnlichkeit sehen. Da unten sieht man dann dieses Behältnis, beziehungsweise die Drohne, nicht das Behältnis. Und dann hier oben nochmal den Rover oder Mars-Buggy. Ich finde, haben sie schon ganz gut gemacht. Der Mars-Buggy sieht jetzt ein bisschen sehr anders aus, aber beim Anzug und bei der Drohne bin ich auf jeden Fall d'accord. Das haben sie gut umgesetzt. Es gibt noch eine App für die größeren Sets, hier noch die weiteren Sets. So, genug Sets angeguckt, jetzt erstmal zum diesem Set. Enthalten waren 9 Aufkleber, also noch recht überschaubar. Das schicke Space Shuttle, der Aufbau war mega easy. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Das hat echt jede Menge Spaß gemacht und es war sehr, sehr leicht. Ich meine, das ist auch wieder eins von den Sets, die ab 5 sind. Und das ist auf jeden Fall machbar. Wirklich jeder Stein wurde einzeln erklärt. Ich kann ja nochmal kurz hier reingucken. Man sieht hier immer ganz kleine Arbeitsschritte. Und das ist wirklich sehr gut gemacht für unsere kleinen Nachwuchs-Afols. Dementsprechend müsst ihr da schon mal keine Angst haben. Jetzt gucken wir uns erstmal die etwas kleineren Sachen an. Und danach dann das Space Shuttle. So, das alles übrigens hier drüben ist jetzt aus dem ersten Bag, wo ich gerade sagte, könnte problemlos ein eigenes Set sein. Wir haben hier wieder einen Astronauten, wie wir ihn schon kennen, von der Fokus. Wir haben hier schon wieder einen Astronauten, wie wir ihn schon kennen, aus dem kleinen Wartungsschiff. Nur haben wir hier natürlich jetzt, tada, keinen Mann, sondern eine Frau-Astronautin. Finde ich sehr cool. Damit auch die kleinen Mädels was zum Spielen haben. Dann habe ich gerade schon einmal kurz gezeigt, hier so eine Drohne mit irgendeinem Info-Tablet, was durchsichtig ist. Nichts Besonderes, aber schön, dass man es hat. Hier dann nochmal, wie gesagt, dieses Behältnis, was in Düsen betrieben ist, um Gesteinsproben oder was auch immer an Bord des Space Shuttles zu bringen. Die Gesteine selbst mit dem Leuchteffekt im Inneren, beziehungsweise dieses schimmernde Kristalline. Und dann natürlich das Herzstück des ersten Beutels, der kleine Rover. Der ist, muss ich sagen, ist recht übersichtlich, aber von der Funktion her sehr cool. Man hat hier so einen Arm drauf und wenn man hier oben dann diesen kleinen Hebel zurückzieht, dann schnappt es auch wieder zu. Also man kann da problemlos das einklemmen und das schön mit spielen. Ich glaube, da kann man einige schöne Rollenspiele machen. Auf der anderen Seite ist ein Laser, den man ausrichten kann, um dann halt
den Edelstein aus dem Brocken. Fokus, was ist hier los? Heute ein bisschen lahm mit dem Fokus. Mit dem Laser kann man dann auf den Stein zielen, den auslösen, aufheben, reinpacken. Also das finde ich schon sehr, sehr gut umgesetzt und sieht sehr spaßig aus. Beutel 1 an die Seite. Dann haben wir hier einen kleinen Techniker, würde ich sagen. Ein Herr mit Bart, nur ein Gesicht. Übrigens, die Astronautin hat auch nur ein Gesicht. Kleiner Sauerstofftank auf dem Rücken, also der wird keine langen Weltraumspaziergänge machen, sondern nur kleine Flickarbeiten am Außenbereich des Space Shuttles, würde ich vermuten. So, an die Seite mit dir. Und natürlich das Prachtstück an sich, das Space Shuttle. Das sieht sehr gelungen aus. Ich stelle es mal kurz hier unten ab. Und ich habe immer noch Probleme mit dem Fokus. Aber das werde ich dann beim nächsten Mal hoffentlich in den Griff kriegen. Wir haben hier einmal den Bereich, den wir öffnen können. Zick, zick. Da findet problemlos dann diese kleine Drohne Platz mit den Gesteinsproben. Und davor dann noch entweder der Techniker, nehme ich mal an, dass hier der Techniker sitzt, zack, der das Ganze dann auch untersuchen könnte. Kann auch problemlos wieder geschlossen werden. Platz satt. Vorne ist nicht aufklappbar, sondern abnehmbar. Ist hier vorne nur über die vier Noppen festgemacht. Alles andere ist frei. Haben wir einmal das Cockpit vom Astronauten selbst. In blau gehalten. Dann können wir den auch schon mal reinsetzen. Damit man auch sieht, dass es passt. Ich meine, er hat ja diesen fetten Rucksack auf, aber das geht auf jeden Fall. So, Deckel wieder drauf. Und los kann es gehen. Hier hinten haben wir noch die Düsen. Das ist auch eigentlich sehr schick umgesetzt worden. Man kann das hier noch rausklappen. Falls da mal irgendwie am Triebwerk ein Problem ist, dann kann da der Servicetechniker hinfliegen und sich das Ganze angucken. So, Aufkleber hatten wir jetzt hier 9 Stück. 4 Stück sind alleine schon hier an diesen Flügelchen, also das ist zu vernachlässigen. Hier haben wir seitlich nochmal eine, die auch gleichzeitig die Setnummer beschreibt. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Wo hatten wir denn hier noch Aufkleber? Hier im Inneren hatten wir keine. Achso, ja, am Rover waren noch welche, aber die sind auch zu vernachlässigen. Ist eigentlich nicht so viel gewesen. Gucken wir nochmal hier. Ein Solarpanel, ein Logo der Mars-Mission und dann haben wir hier noch eins mit Gesteinsproben, wo irgendwas Kristallines rausblinzt. So, das Set gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich finde generell die neue Lego Mars-Missions-Serie sehr, sehr schön umgesetzt und sehr, sehr kindgerecht. Natürlich kommen da auch die Erwachsenen nicht zu kurz, weil es, wie gesagt, ein von der Realität inspiriertes Theme ist, eine Themenwelt und ich finde es sehr, sehr schön und wie gesagt, der Aufbau war kinderleicht und sehr schön bebildert und sehr, sehr easy. Der Buggy, die Drohne, die Gesteinsformation, hier haben wir noch ein kleines bisschen an Reststeinchen, die noch damit dabei waren und das war es dann eigentlich auch schon zu diesem Set. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bleibt dran, schaltet mal auf Instagram rein oder mal auf Facebook, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Und bis dahin, ich wünsche euch noch was. Ciao, ciao! We're gonna make it.